Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jade Empire. In der letzten Folge, ja, man sieht ja hier noch die Leute rumliegen, haben wir diese Banditen erledigt, oder nein, Gaus Männer, die Banditen aus den Sümpfen vertrieben haben. Und wir haben natürlich auch, ja, ich sag nur, wir haben eine Kuh gerettet. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und wundert euch jetzt nicht, dass ich zurückgehe, nämlich ich will nochmal zu diesem Chi-Becken und mich nochmal aufladen, weil ich glaube, als nächstes kommt ja schon die Höhle. Und dann werden wir uns wahrscheinlich wieder, naja, im Idealfall nur Gau stellen müssen. Oder, warte mal, bin ich jetzt hier eigentlich richtig? Uhr auch noch einstellen. So, haben wir jetzt mal schön überspielt. Wartet mal. Ich vergesse immer, wo Karte. Ah, doch, hier lang. Dann war es doch richtig. Ah. Nee, nämlich, ich möchte wirklich nochmal alles aufladen. Damit wir dann auch wieder mit den besten Voraussetzungen in die Höhle gehen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt. Auch das, was der eine Dieb gesagt hat, falls ihr euch noch daran erinnert, in der letzten Folge, sagte er ja, Gau bräuchte sie unbedingt heute Nacht. Also, ja, was auch immer das bedeutet. Müssen wir uns mal anschauen und natürlich auch Morgenstern retten. Also es kann ja nicht sein, dass sie hier von Gau einfach verschleppt wird. Und wir haben ja noch eine Rechnung mit ihm offen. Er hat ja unseren Bruder Sipat getötet. So, jetzt sind wir aber wieder da. Und schauen mal, was uns in der Höhle erwartet. Und dieses Fluggefährt irritiert mich immer noch extrem, muss ich sagen. Also, sieht wirklich wie eine Mücke aus. Naja, gut. Gehen wir mal weiter in die Höhle. Und schauen, was uns da erwartet. Sumpfhöhle. Oger. Okay. Wow. Okay. Also so architektonisch ist das immer ganz schön ein Bruch, muss ich sagen. Seht nur, was ich wegen euch angerichtet habe. Jetzt ist der Weg nach draußen versperrt. Wenn ich euch in die Finger bekomme, Vibe, werdet ihr das bereuen. Immer ist ein anderer schuld, Gau, nicht wahr? Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Oder habe ich euch etwa gezwungen, mich zu entführen? Eure Freundin treibt Gau in den Wahnsinn. Das lässt ihn leichtfertig werden, was euch wiederum einen Vorteil verschafft. Es bedeutet aber auch, dass wir ihnen auf einem anderen Weg folgen müssen. Vorsicht! Damit beschert ihr uns neue Feinde. In diesen Höhlen leben seltsame Wesen. Ja, dann bin ich ja froh, dass wir nicht allein sind. Aber habt ihr gesehen? Oh. Okay, Oger. Wartet, hier sind wir hergekommen, richtig? Ja, okay. Lass mal die Karte ruhig mal an. Okay. Legendärer Stoß. Nee, legendärer Stoß ist wahrscheinlich relativ schlecht. Aber ich hoffe, wir können unser Chi nochmal irgendwo aufladen. Und? Was ist mal los? Wow, 40 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. So. Ja, also Morgenstern bereitet ihm Probleme, wie ich es von dir erwartet habe. Sehr, sehr gut. So. Jetzt haben wir unseren ersten Ogre besiegt. Hier geht's nicht weiter. Und wir versuchen, wie gesagt, wieder alles mitzunehmen, was geht. Damit wir genug Erfahrungspunkte haben. So. So, okay. 2 wird wahrscheinlich schon ein bisschen heftiger. Sind auch ganz schön fix, muss man sagen. Aber so viel halten sie da doch nicht aus. Ja. Ja, mach ruhig einen schweren Schlag. Und... ah, jetzt haben wir auch daneben getreten. So. Okay. Also wenn wir aufpassen, dann schaffen wir die, glaube ich, ganz gut. So, oh, was haben wir denn hier hinten? Ja, und plötzlich, jetzt sieht man auch wieder, was ich meinte mit chinesischer Mythologie. Diese Oger kommen darin ja auch vor. Fehlerhaftes Mönchsjuwel. Und? Wow. Schwein gehabt. Also da sieht man wirklich, dass wir jetzt Vorteile haben durch den hohen Fokuswert. Weil sonst kann uns diese Falle ganz schön einheizen und wir verlieren viele Gesundheitspunkte. Und jetzt haben wir ja hier, wie ihr seht, nicht den Luxus, unser Chi immer wieder aufzuladen.
Bis heute hatte ich nie einen Grund, diese Höhlen zu betreten. Gao wird mir für diese Unannehmlichkeit bezahlen. Ja, das stimmt. Stell dich aber hinten an. Wir haben mit Gao auch noch was. Okay, jetzt kommen die Kröten. Immun! Okay. Leider haben wir bei dir keinen Bestiarium-Eintrag gesehen und scheinbar funktionieren Waffen auch nicht sonderlich gut. Und okay. Aber normale Angriffe funktionieren ganz gut. Wow, 55. Ihr erhaltet Stil, erlernt Krötendämon. Die Stile der Stilplätze lassen sich ändern, indem man die Taste für den zu ändernden Platz gedrückt hält und dann den gewünschten Stil im Menü auswählt. Okay. Und wie mache ich das? Wie geht das? Wartet mal. So. Ah! Okay, Krötendämon. 0. Ah, das ist wahrscheinlich unsere Stufe. Wir können den ja mal nehmen, aber wenn dann hierfür. So. Kann ich das mal sehen? Ah, das ist immer ein bisschen schade, dass man den nicht so einfach mal einsetzen kann, um zu gucken, wie das aussieht. Wie man zum Beispiel bei Demon's Souls zum Beispiel oder bei den neueren Souls-Spielen. Oh mein Gott, mir fällt die Titel gerade nicht ein. Sieht's mir nach, da könnte man ja die Angriffsfolge sich zumindest angucken. Oh, und was da geht's da hinten? Gao und Morgenstern? Was machen die da? Alles klar, ich wollte ihn mal ansprechen. Wir können nämlich auch mit unseren Charakteren sprechen, deswegen machen wir das jetzt mal. Wenn eure Freundin in Gefahr ist, sollten wir keine Zeit mit Reden verschwenden. Ja, ich wollte es ja nur mal versuchen. So, dann gucken wir doch mal. Und es wird wieder mal gespeichert, also wichtig. Was kommt jetzt? Ich warne euch, Morgenstern. Ihr habt mich so in Rage gebracht. Langsam geht meine Geduld zu Ende. Nein! Nein! Nicht ihr. Jeder andere, nur nicht ihr. Was habt ihr hier zu suchen? Ich jage einen Trottel hinterher. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr damit davonkommen würdet? Ihr habt mir etwas sehr Wichtiges aus meinem Leben geraubt. Ich wäre euch überall hingefolgt. Ich muss meine Zeit in meinem Handlangerdienst vergeuden und das alles nur euretwegen. Ich nehme mal das Seht hier. Ihr, Gao, das sind wahre Treue und Pflichtgefühl. Wisst ihr überhaupt, was diese Worte bedeuten? Ich weiß mehr, als ihr glaubt. Ich habe euch einen Gefallen getan, aber ihr seid einfach zu dumm, das zu begreifen. Mich zu entführen war also ein Gefallen? Ihr habt eine seltsame Vorstellung, womit man eine Frau beeindrucken kann. Narren, ohne mich wärt ihr jetzt tot. Euch wurde alles genommen. Dafür hat mein Vater gesorgt. Wovon redet ihr da, Gao? Nichts als leere Drohungen eines gebrochenen Mannes. Ne? Wir fragen ihn lieber trotzdem nochmal. Ihr werdet schon sehen. Der Tod aus den Wolken wird kommen und euren Meister aus seinem Versteck scheuchen, auf das alle seinen wahren Namen erfahren. Das Einzige, was ich retten wollte, war Morgenstern. Und was bekomme ich als Dank dafür? Nichts. Na schön, ich werde euch einfach alle töten und vergessen, dass dieses jämmerliche kleine Dorf je existiert hat. Na, du kannst es ja versuchen. Ich habe keine Lust mehr, mir euer Geschwätz anzuhören, Gao. Was habt ihr nur getan, Gao? Ihr werdet sehen. Ihr habt bereits verloren. Egal, was hier geschieht, ihr werdet schon sehen. Dafür sorge ich. Oh. Okay, gucken wir mal, was wir jetzt für Möglichkeiten haben. Ihr konntet mich allein schon im Kampf nicht besiegen und nun habe ich mit Su sogar noch einen Verbündeten an meiner Seite. Ihr konntet mich allein schon nicht besiegen und nun steht noch Morgenstern an meiner Seite. Wie soll ich denn nehmen? Dann bringen wir es hinter uns, Gao. Nur ihr und ich. Ich will nicht noch einmal gegen euch kämpfen, Gao. Ich schwanke zwischen diesen beiden hier. Ihr habt gar keine andere Wahl. Ich werde euch nicht einfach gehen lassen. Dieses Mal nicht. Also auf Leben und Tod. Ja, wir können da nichts machen. Also wir machen das natürlich, wir versuchen es alleine durchzuziehen. Dann bringen wir es hinter uns, Gao. Nur Sehr ihr und ich. Gut. Und Meister Li kann mir jetzt nicht vorschreiben, wie ich kämpfen soll. Ich werde rechtzeitig mit euch fertig sein, um mir den roten Himmel über eurem Dorf anzusehen. Legendärer Stoß. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Er wird wahrscheinlich am Anfang noch recht so zurückhaltend sein. Wow. Na komm. Ja, das kannst du ganz gut, aber... Okay. Wie du möchtest. Leute, wundert euch nicht. Oh, das ist nicht gut. Wow! Wow!
Was ist das denn? Heftig. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie viel Mana du hast. Er hält sich auch, wie er gerade schon gesehen hat. Na komm, 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 komm. Ich will lieber, dass du angreifst. Du machst nämlich so viele schöne kleine Fehler. Und wir bleiben mal stehen. Wow. Also, man kann ja sagen, was man will. Aber das sieht cool aus. So. Kommt schon, wir haben ihn fast. Okay. Kommt, Leute, wir schaffen den. Jetzt macht er wieder seine Flammenattacke. Also nah ran. Und... ja, also ihr seht, das ist auch das Typische. Ein schwerer Angriff lässt einen immer sehr verwundbar zurück. Wow, nein, ich hab ihn doch fast schon. Nix da, du machst ja nichts mehr. So, yes, wir haben ihn. Danke, dass ihr gekommen seid, um mich zu retten. Ich weiß nicht, wieso Gau gedacht hat, er würde damit davonkommen. Er musste wissen, dass jemand aus dem Dorf nach mir suchen würde. Und ich dachte mir schon, dass ihr es sein würdet. Genau. Jetzt sind wir kurz aus dem Spiel geflogen. Halb so wild. Ja, die lästigen Pflichten bürdeten mir Meister Li auf. Ihr hättet das Gleiche für jeden anderen Schüler getan. Ich würde nicht zulassen, dass euch etwas passiert, morgen sterben. Ich danke euch. Unsere Freundschaft war immer eine Quelle der Kraft für mich. Vielleicht hat Gau das so eifersüchtig gemacht. Ich weiß es nicht. Und wer ist das? Ich sollte eurem neuen Bekannten wohl auch für seine Hilfe danken. Su, der Scharfsinnige. Ihr schuldet mir nichts. Ich habe eurem jungen Freund nur durch den Sumpf geholfen. Su, der Scharfsinnige. Nun, ich bin euch dankbar. Ich weiß nicht, was Gau damit meinte, als er sagte, er würde mir einen Gefallen tun. Was könnte gut daran sein, mich hierher zu schleppen? Leere Drohungen. Soll er mit den Würmern streiten? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir sollten zum Dorf zurückgehen. Er hatte offenbar Wahnvorstellungen, beachte das nicht weiter. Nee, ich glaube auch, da war was dran. Einverstanden. Meister Li sollte wissen, dass wir beide in Sicherheit sind. Schade, dass es so kommen musste. Er hat sich so bemüht, auf Gau Einfluss zu nehmen. Gau schien immer nur bitterer zu werden. Er wusste nicht viel mit Disziplin anzufangen. Es ist wirklich schade. Ja, aber wie gesagt, er hat diesen Weg trotzdem selber gewählt und er ließ uns keine Wahl. Su, begebt euch zum Eingang. Morgenstern und ich werden den Rest der Höhle freiräumen. Morgenstern geht zurück zum Eingang. Su und ich werden den Rest der Höhle... Ja, ich würde sagen, der Su bleibt erstmal bei uns. Bleibt nicht so lange fort. Ich möchte keinen Augenblick länger hierbleiben, als es sein muss. Oh, Kunst der Überredung. So, oh, und Erfahrungspunkte über Erfahrungspunkte über Erfahrungspunkte. Jetzt gucken wir noch, was hier drin ist. Und wir haben uns ja gegen den guten Viperauge. Ihr habt eine der drei Schriftrollen des Viperstils gefunden. Die Schriftrolle ist Teil eines mächtigen Juwels, das einst sowohl den eisernen Hand als auch den Viperstil enthielt. Die Stile wurden getrennt, da sie niemals miteinander harmonieren können. Viperauge. Eine der drei Meditationsgrundsätze, die benötigt werden, um die physischen Anforderungen der Ausbildung im Viper-Kampfstil zu überstehen. Der Anwärter muss alle drei besitzen und studieren, bevor er sicher versuchen kann, diese Kunst, die keine Fehler gestattet, zu erlernen. Der Viper-Stil korrumpiert das Qi des Benutzers, um einen Gifteffekt beim Gegner zu bewirken. Wenn der Stil aber falsch angewendet wird, ist er sehr gefährlich für den Angreifer. Der Anwärter muss üben, um Nervenknoten statt Aufschlagstellen zu sehen. Gestählte Muskeln können der vergifteten Energie widerstehen und diese reflektieren, sodass Unausgebildete möglicherweise mit einer Unausgewogenheit konfrontiert werden, die tödlich sein kann. Okay, also noch ein Stil. Wir haben jetzt ja diesen Krötenstil schon bekommen. Und ich habe wieder keinen Fokus eingesetzt. Das ist eigentlich immer noch eine ganz gute Hilfe. Was haben wir hier? Ah, wieder eine Falle. Aber wir sind wieder sehr elegant ausgewichen. Und Geist der Viper. Okay. Wartet, wir gucken gleich mal nach, was das auf sich hat. Damit auf sich hat. Wo waren nochmal Techniken? Das war, glaube ich, hier. Techniken. Geist der Viper. Fokus plus 2, Schmeicheln plus 1. Ein scharfer Verstand und ein wacher Geist sind der Schlüssel, will man die Herzen der Menschen für sich gewinnen. Viele glauben, Aussehen und Macht wären entscheidend, aber sie vergessen, dass der Geist immer über diese Eigenschaften triumphieren wird. Der Geist muss blitzschnell zuschnappen, wie eine Schlange, und den Gegner so überraschen. Fokus plus 2, wow, das ist ja richtig cool. So, und jetzt laden wir uns nochmal auf an den Schreinen.
Weil, ich weiß ja nicht, ob noch was kommt. Die Ogre kehren ja vielleicht zurück. Und ich will den Krötenstil natürlich gerne nochmal testen. So, haben wir jetzt alles? Ja, haben wir alles. Und endlich haben wir Gau besiegt. Also, ich weiß jetzt zwar nicht, aber wir haben ihn ja scheinbar getötet. Ja, damit ganz zufrieden bin ich auch nicht, aber er wollte diesen Kampf und er ist diesen Weg gegangen. Und wir müssen ganz klar sagen, dass er bestraft werden musste. Obwohl mir das nicht gefällt, wenn man gleichzeitig Ankläger, Richter und Henker ist. Okay, ist die hier noch größer eigentlich? Warte, wo geht's denn hier hin? Nee, das hat mir schon untersucht. Okay, gut. Wartet mal, ich gucke trotzdem noch mal auf die Karte. Nee, wir scheinen alles zu haben. Gut, dann gehen wir raus. Und wie ihr seht, wir können nur einen Charakter mitnehmen. Deswegen habe ich jetzt mal den Zoo gelassen. Ich hoffe, der verlässt uns jetzt nicht gleich wieder. Ich hoffe, der bleibt noch ein bisschen bei uns. Mechanische Fluggeräte. Was ist mit Gauss Leuten geschehen? Ich dachte, sie hätten sich von ihm abgewandt, aber wie es aussieht, musstet ihr gegen sie alle kämpfen. Mir war nicht klar, dass ihr ein solches Risiko eingegangen seid, um zu mir zu gelangen. Danke. Ja, naja, das ging ja alles. Die waren ja nicht so schwer, zum Glück. Ich habe es genossen. Es war real, nicht wie diese verhaltenen Übungskämpfer. Sie haben ihren Weg gewählt. Ich habe ihn nur zufällig gekreuzt. Ich wollte nicht gegen sie kämpfen, aber mir blieb keine Wahl. Ich habe gehört, wie Gau ihnen zugerufen hat, alle Banditen zu töten, die sich nähern. Sie haben wohl keine Fragen gestellt. So sieht's aus, ja. Seine Söldner erschienen es allerdings nicht eilig zu haben, mir in die Höhle zu folgen. Offenbar haben sie ihm nur widerwillig gehorcht. Vielleicht waren es Leute seines Vaters. Ich kann nicht... Halt! Habt ihr auch etwas gehört? Es waren so viele. Woher kamen sie? Ihr solltet euch lieber darum sorgen, wohin sie unterwegs sind. Ihr mögt Gau den Geringen besiegt haben, aber wie es scheint, hat er Dinge in Bewegung gesetzt, die auch durch seinen Tod nicht aufzuhalten sind. Was meint ihr? Diese Maschinen haben Waffen. Sie werfen Fässer ab, die beim Aufprall explodieren. Und auch am Boden werden Soldaten sein. War es das, was Gau meinte? Er hat irgendetwas davon gesagt, dass der Tod für Meister Li von oben kommen wird. Oh nein, sie werden also das ganze Dorf bombardieren. Er hat euch entführt, damit der Angriff euch nicht trifft. Das spielt keine Rolle. Wir müssen zurück. Die Schüler, alle werden unsere Hilfe brauchen. Geht lieber fort, Morgenstern. Ihr würdet nicht rechtzeitig dort sein. Es ist besser, die Augen abzuwenden, als etwas zerstört zu sehen, an dem einem liegt. Erspart euch den Schmerz. Ja, wir müssen natürlich jetzt schnell handeln. Das ist wohl eure Lösung für alles. Einfach weggehen. Wir müssen es versuchen. Es muss einen Weg geben. Ich werde nicht vor einem Kampf davonlaufen. Diese Maschine von Gau. Wisst ihr, wie man sie in Gang setzt? Könntet ihr sie fliegen? Ich bezweifle, dass es mehr als eine Person im Kaiserreich gibt, die diese Maschine versteht. Sie ist eine verblüffende Kombination aus Magie und Handwerkskunst. Ich muss noch wissen, ob wir sie sicher lenken können. Zu dritt könnten wir es schaffen. Ich habe gehört, dass sie leicht zu steuern sind. Also wisst ihr es nicht genau. Wenn euch wirklich daran läge, wie sicher diese Maschine ist, würdet ihr sie nicht mitten in einen Schwarm von Gegnern fliegen? Was für eine Garantie wollt ihr? An etwas, das den Zügeln eines Ochsengeschirrs ähnelt, ist ein Griff befestigt. Ihr bewegt ihn nach links und rechts, vorne und hinten. Damit sollte die Maschine recht sanft durch die Luft schwimmen. Gut. Na schön, wir müssen wohl auf das Beste hoffen. Es ist also wie ein schwimmender Ochsen zu fliegen. Willst du mitkommen und uns helfen, Su? Ihr scheint ein gutes Herz zu haben. Wenn ihr wirklich zurückkehren wollt, werde ich euch begleiten. Ich habe bereits mehr getan, als ich eigentlich wollte, aber ich konnte dem nicht ewig aus dem Wege gehen. Ihr seid ein interessanter Mensch, Su. In euren Augen liegt eine große Traurigkeit, die mir seltsam vertraut ist. Aber ich weiß nicht, warum. Ja, also das ist ja schön, aber ich würde auch sagen, wir verschwenden nämlich Zeit. Ich habe versucht zu verstehen, was ihn bedrückt, aber er wollte das nicht. Wir verschwenden Zeit. Wenn wir gehen wollen, lasst uns gehen. Einverstanden. Es gibt Größeres, um das wir uns kümmern müssen. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät. Na dann mal los. Lasst uns fliegen. Wer hätte das gedacht?
Oh mein Gott, sowas! Oh Mann! Wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Wieso sind wir beschädigt? Wir müssen uns beeilen. Drücken Sie X, um Zuhörer. Okay. Okay. Ah, deswegen. So. Oh Leute, sowas ist immer, ja. Diese großen Schiffe können Sprengkörper abwerfen. Das ist schlimmer, als ich befürchtet hatte. Oh, die bombardieren wirklich alles da unten. Seht ihr das? Oh Mann. Oh, das ist der Platz? Das Dorf. Oh nein. Oh mein Gott, alles brennt wirklich. Also ich tue hier mein Bestes. Aber mehr kann ich wohl nicht anrichten, mehr Schaden. Nein, das kann nicht sein. Das ist, was ich erwartet hatte. Es tut mir leid, dass ihr das sehen musstet. Ich habe den Rauch aus der Luft gesehen, aber ich dachte nicht, dass es so schlimm wäre. Alle sind fort. Wir werden Überlebende finden. Es muss noch jemand da sein. Ja, und mich interessiert auch sehr diese Beziehung zwischen dem Su und ihr. Ist auch irgendwie seltsam. Wir werden Überlebende finden. Es muss noch jemand da sein. Ich hoffe, ihr habt recht. Meister Li würde das hier nicht geschehen lassen. Nicht ohne einen Kampf. Führt Su ins Herz der Schule. Wir treffen uns dort. Genau, ihr erhaltet leuchtende Aura. So, Leute, oh, 477 Erfahrungspunkte. So, Leute, aber ich wollte sagen, wir sind schon wieder über die Zeit. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen, für eure Kommentare und für eure Daumen nach oben. Das freut mich immer sehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns auch in der nächsten Folge von Jade Empire. Es wird bestimmt spannend weitergehen. Bis dahin, tschö!